Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute mal wieder ein etwas ernsteres Video. Okay, was ist ernsteres Video? Es ist einfach ein Aufklärungsvideo. Ich habe ja heute meine Insta-Story hochgeladen, dass ich dieses Video hochladen werde. Und ich werde in diesem Video Fragen beantworten, die mir extrem häufig gestellt werden. Also wirklich extrem, extrem oft, dass ich schon ein Video machen muss, weil ich diese Kommentare nicht mehr sehen kann und ich damit abschließen möchte. Ich wollte eigentlich gar nicht ein Video drehen, ich wollte es wirklich nicht machen, aber diese Kommentare sind überall. Egal, ob ich auf TikTok live bin, egal, ob ich auf Instagram live bin, egal, ob ich einen TikTok hochlade, überall sind diese Kommentare zu sehen. Und ich will damit jetzt abschließen. Ich will diese Kommentare nicht mehr sehen. Deswegen drehe ich gerade dieses Video. Wie gesagt, ich hatte nicht vor, dieses Video zu drehen. Und zwar, mir werden sehr oft Fragen gestellt wie: Hast du noch mit Moritz Kontakt? Machst du noch was mit dem Hey-Team? Hast du noch Kontakt mit Lea? Oder habt ihr euch gestritten oder sonst was? Ich möchte dieses Video jetzt auch nicht so lang ziehen. Und ich beantworte euch jetzt einfach diese Fragen. Es gab auch schon irgendwelche Gerüchte in den Kommentaren von wegen: Moritz hat mich belästigt oder so, keine Ahnung, das stimmt alles nicht, also egal, was für Gerüchte rumgegangen sind, diese Gerüchte stimmen nicht. Und nein, Moritz hat mich nicht belästigt, das auf gar keinen Fall, also ich will jetzt auch in diesem Video gar keinen schlecht reden oder so. Moritz und ich haben keinen Kontakt mehr. Also die Gründe werde ich ehrlich gesagt auch nicht nennen, weil ich finde, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Ich habe mit Moritz, Johannes und Lea keinen Kontakt mehr. Keanu habe ich noch letztens auf der Krass-Klassenfahrt-Premiere gesehen. Wir haben auch ein paar Worte ausgetauscht. So großen Kontakt haben wir jetzt auch nicht. Nein. Leute, ich habe keinen Kontakt mehr mit dem Hey-Team. Bitte hört auf, mir diese Frage zu stellen, ob ich noch Kontakt mit dem Hey-Team habe. Nein, habe ich nicht, okay? Moritz hat mich nicht belästigt oder sonst was. Keine Ahnung, ich finde es auch so für mich selber schade zu wissen, dass es nicht mehr so sein wird wie früher. Also so die ganzen Drehs und sowas, das wird halt einfach nicht mehr sein. Ja, finde ich schade. Es war halt wirklich eine echt coole Zeit, also was wir so alles erlebt haben und so die ganzen Trips und so, Mallorca und so, es war halt alles richtig cool. So zu wissen, dass es nicht mehr so sein wird, ist so ein bisschen traurig. Ab Mitte September hatten wir keinen Kontakt mehr und ja, also ab da ging es mir dann auch bis jetzt vor kurzem sehr, sehr, sehr kacke. Also ich habe mir so viele Gedanken gemacht. Ich habe da auch ein bisschen hinterher geheult. So, scheiße, es wird halt nicht mehr so sein wie früher. Und ich war schon ziemlich im Arsch. Also ich glaube, das habt ihr auch selber gemerkt. Ich habe halt nicht so viele YouTube-Videos hochgeladen und so, als ich von den Malediven wiederkam. Das haben mir auch viele Leute gesagt und viele Leute meinten auch zu mir selber: Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ja, es war halt so die Sache, die mich so ein bisschen kaputt gemacht hat, so. Wie gesagt, ich will das Video nicht so lang ziehen, aber wir haben keinen Kontakt mehr. Ich kann euch jetzt natürlich nicht sagen, ob das irgendwann besser wird. Keine Ahnung, uns irgendwann mal wiedersehen. Ich habe keine Ahnung, wirklich, aber das, was passiert ist, möchte ich auch nicht verraten. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit und ja. Ich hoffe, ihr hört jetzt auf mit den Fragen. Bitte. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt. Und zum Abschluss möchte ich mich trotzdem nochmal bei Moritz bedanken. Und er weiß auch wofür. Einfach alles Gute dem Hey-Team wünschen. Und ich würde sagen, das Jahr 2022 kann kommen. Ich bin ready.